Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen zu der vorletzten Folge von Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Und wir sind ja jetzt hier im Zeppelin und ich muss mal gucken. Ach ja, genau. Wir haben jetzt also die Münzen hier reingeworfen und wir müssen jetzt hier schnell ins Büro des Funkers. Einmal brauchen wir hier aus dem Schrank, genau. Wir brauchen hier den Schraubenschlüssel. Das ist, glaube ich, der zweite Versuch, wenn ich mich recht entsinne. Auch die Folge ist übrigens nachsynchronisiert. Und wir müssen. Ah, haben wir es verpasst. Schade. Wo ist mein Schraubenschlüssel? Ich muss ihn bezahlen. Ich sah den Fahrkartenkontrolleur mit ihm rausgehen. Ich sah den Fahrkartenkontrolleur mit ihm rausgehen. Oh nein, Fritz hat gesehen, dass ich nicht auf meinem Posten war. Der Kerl wird mich feuern lassen. Hauen Sie bloß ab. Okay. Gut. Genau. Und jetzt müssen wir nochmal die Münzen mit dem Ding hier benutzen. Genau. Danke sehr. Jetzt fängt er nochmal an zu klimpern. Ein wirklich sehr, sehr schönes Klavierstück, welches wir nie hören sollen, hören werden. Denn ansonsten kommt wieder hier irgendeine Urheberrechtsgeschichte zum Tragen. Okay. Also jetzt hier wieder rein. Zeppelin war eigentlich relativ easy. Das heißt hier Schraubenschlüssel mit Funkgerät und dann das Ganze kaputt machen. Jawohl. Sonst dreht der Zeppelin nämlich zeitnah um. Und man kommt nicht so weit, glaube ich. Irgendwas war hier. Da muss man quasi durch mehrere Schranken gleich durchgehen. Okay. Er wurde das Funkgerät zerstört. Oh nein. Oh, wer könnte das gewesen sein? Ich muss es so schnell wie möglich reparieren. Naja, mach mal. Okay. Ja, wir gehen jetzt also mit Indy. Achso, ich suche hier noch was ab, aber merke, hier ist nix. Hier ist also Henry. Was möchten Sie gerne hören? Wie wär's mit. Ja, auch schade. Wissen Sie, wann der Zeppelin landet? Den Schlager kenne ich gar nicht. Ich spiele Ihnen dieses hier. Ja. Also er spielt, glaube ich, immer wieder denselben Song. Er tanzt halt da hinten, kommt aber, glaube ich, nicht mehr raus, oder? Nee. Nein, ich bleibe lieber hier und bewache den Raum. Ja. Jetzt ist zu spät. Okay. Spätestens hier merke ich. Okay. Schnurstracks die Waps. Hier hinten ist nichts mehr. Also wieder zurück. Und der Zeppelin besteht also nur aus zwei Räumen oder drei Räumen, besser gesagt. Genau. Jetzt müssen wir hier schauen Loch. Da scheint ein Bolzen drin zu sein. Aha. Was könnte man wohl hier benutzen? Richtig. Schraubenschlüssel in Loch. Und? Ah ja. Jetzt muss man den wahrscheinlich noch drücken, ziehen. Bam, 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 bam. Et voilà, da kommt die Treppe runter. So, okay. Das reicht hier, wenn man also Indie spielt und jetzt gilt es also hier einen bestimmten Pfad lang zu gehen. Ihr seht also, die unterschiedlichen Ebenen sind also mit unterschiedlichen Farben gekennzeichnet. Hier haben wir einmal hellgrau und ich glaube, im Internet gibt es auch so ein Walkthrough, mehr oder weniger. Okay, wenn wir jetzt Pech haben, kommen dann ja, warum auch immer hier der Zeppelin bewacht wird. Hier hat man auch keine Chance, sich durchzuquatschen oder so. Das. Ah, habt ihr gesehen? Da noch schön die Deckung genommen. Ah, ich werde so ein bisschen. Die sind allerdings auch nicht ganz so gut. Ha, habt ihr gesehen? Klack. Bam, kurz vor Entdeckung hochgerissen. Hehe. Ah, hat er mich getroffen. Aber ihr seht schon, es wird besser mit meiner super Taktik. Ja, die sind aber auch nicht so gute Boxkämpfer. Und jetzt kriegt der noch eins auf die Mütze. Jawohl. Gut.
Die sind dann halt auch einfach weg. Ich speichere jetzt hier nochmal. In der Regelversuch habe ich das versucht, alles rauszuwerfen. Und hier müssen wir hin. Hier rechts müssen wir also hin. Den direkten Weg können wir nicht gehen. Aber zu diesem, ja, da unten sieht man es, also zu diesem Flugzeug, da wollen wir hin. Aber wir müssen jetzt halt eher erstmal hoch auf die rote Ebene und auf die graue. So. Das heißt, man kann hier also die rote runtergehen. Jetzt kommt der da. Es ist manchmal ein schönes Katz-und-Maus-Spiel. Jetzt kam der da hoch. Also die wird man auch nicht los oder so. Also die rennen einen, wenn die hinter einem sind, dann rennen die einem wie ein Hund hinterher, als wenn man da irgendwie ein Würstchen in der Tasche hätte oder so. Also die wird man auch nicht mehr los. Jetzt gehe ich da nochmal hin. Jetzt bin ich da. Man kann aber, glaube ich, die Ebene komplett verlassen und dann sind die. Ah, ich glaube, jetzt haben wir durch Zufall den richtigen Weg gefunden. Genau. Also jetzt müssen wir den lila Pfad entlang gehen. Müssen dann da hinten wieder runter. Okay. Ah, guck mal, der verfolgt uns da, oder? Da ist er doch. Das ist vielleicht ein anderer. Jetzt sind wir hier beim. Immer schön speichern. Jetzt sind wir hier beim roten Pfad wieder angekommen. Gehen hier hoch und kommen da wahrscheinlich rechts raus, oder? Ah, jetzt haben wir hier den lila Pfad. Ah, ich denke mal, gegen einen müssen wir mindestens noch boxen. Hilft ja alles nichts. Okay. Ja, die boxen halt auch nicht so schnell oder so. Relativ entspannt hier. Oh, gönn mir mal noch einen Schluck Märkisch Kristall. Okay, so, kommt gleich der nächste. Nee, den können wir noch abhängen. Schnell speichern. Zeppelin 2. So. Et voilà. Lila Ebene. Nee. Renn ich da wieder die rote hoch? Okay. Ich habe auch keine Ahnung, wie hier der richtige Weg ist. Kann ich euch nicht sagen. Müsst ihr mal im Internet nachgucken. ScumVM hilft da. Okay. Jetzt rennen sie mir hier alle hinterher. Hier kann man aber einmal schön im Kreis gehen. Und wir müssen also dahin in die Richtung zumindest. Man muss, glaube ich, immer weiter nach rechts gehen. Ich glaube, so war das. Dann kommt man irgendwann automatisch bei dem Doppeldecker an, den man dann benutzen muss. So. Ah, einen haben wir abgehauen. Okay, also noch einmal hauen. Aua. Ja, die machen wir locker, locker, flockig platt hier. Bumm. Und noch einen schönen Schlag. Und dann ist er weg. Und wir haben mal relativ viel Ausdauer noch. Sehr schön. Gut. Geld kriegt man hier also nicht. Ja, erstmal schön speichern hier. Ein Glück ist hier also im Hintergrund kein verfassungsfeindliches Symbol zu sehen. Ich meine, woher soll es auch kommen? Also, wir spielen ja hier die Fassung ohne. Nicht gut. So, dann quält man sich hier also durch den Zeppelin durch und
kriegt auch gleich Besuch hier, darf also noch das nächste Mal kämpfen. Also spätestens hier, wenn man hier die Kämpfe nicht drauf hat, und die Steuerung so halbwegs, dann hat man, glaube ich, schlechte Karten. Wobei es hier ja anders ist als beim Schloss Brunwald. Weil in Brunwald, oder Brunhild oder weiß ich, wie das Schloss hieß, da regeneriert sich ja die Ausdauer nicht so schnell. Hier regeneriert sie sich ja super schnell. Und ich meine, die Kämpfer sind natürlich auch echte Luftpumpen. Die haben nun gar nichts auf der Pfanne. So. Naja. So, und Hust und Tschüss. Okay. Oh, was ist das denn? Kommen da gleich, waren es zwei? Dein Ernst? Ja, also wir sehen hier also die Ausdauer regeneriert sich relativ schnell. Kann aber natürlich auch nur sein, dass sich nur dieser gelbe Abschnitt immer sehr, sehr schnell regeneriert. Wenn wir jetzt was vom Grün verlieren würden, dann könnte es natürlich sein, dass wir dieselben Probleme haben wie im Schloss Brunwald. Oder Brunhild. Wie auch immer das Schloss hieß. Ich hab's vergessen. Okay. Gut, dann hat er ja auch sein Fett wegbekommen. Habt ihr gesehen, wie ich die Deckung noch mal kurz vorm Aufprall hochgerissen habe? Na gut, so. Also da gibt es im Internet halt auch, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, eine relativ detaillierte Beschreibung, wie man also am schnellsten zum Zeppelin kommt. Beschrieben halt mit diesen vielen Ebenen, die es hier, mit der unterschiedlichen Farbgebung der Ebenen, kommt man eigentlich relativ gut ans Ziel. Der müsste jetzt, kommt ja uns hinterhergekrochen. Jetzt müssen wir, wo müssen wir hin? Jetzt, ach ja, ich glaube, genau, hier, ah, wir sind ja schon da, sehr schön. Okay, das heißt hier einmal runter. Einmal die Schleife laufen. Genau. Und das Lustige an dieser Szene, ich erinnere mich noch, als hätte ich es erst gestern aufgenommen, ist, ich habe hier also echt versucht, man sieht es glaube ich jetzt auch, in diesen Zeppelin zu kommen. Und wie ihr seht, es ist mir nicht gelungen. Ja? Und im Internet steht nur, und ich war irgendwann so verzweifelt, ich habe hier 10 Minuten dran gedoktert, da stand dann halt, ja, klicken Sie einfach rein. Und ich klickte hier 10 Minuten wie wild rum und dachte, jetzt muss ich noch was aktivieren, schaute im Internet nach, nee, da stand, klicken Sie einfach nur rein. Total, und das hat hier nicht funktioniert. Ja, ich glaube, ich hätte hier noch Jahre verbringen können und es hätte nichts gebracht. Jetzt stehe ich still und jetzt funktioniert es auch gleich. Also ihr seht, es klappt da einfach nicht. Egal auf welchen Pixel ich da unten gedrückt habe, keine Chance. Ja, die oben, die glupschen mir zu. Und jetzt, genau. Und jetzt funktioniert es auf einmal. Bup, keine Ahnung. Naja. Dad, wie bist du so schnell hierher gekommen? Übrigens, schöner Grafikfehler vom Propeller. Frag lieber nicht, ich wusste gar nicht, dass du fliegen kannst, Junior. Fliegen ja, landen nein. Geiler Spruch auch im Film. Halt dich fest. So, und das ist hier also mit der Num-Taste steuert man also dieses Flugzeug. Im Film schießt ja also der Vater von Indy den eigenen Doppeldecker ab. Mit hinten ist ja nur so eine Gatling-Kanone oder weiß der Geier da drauf. Ja, wir sind getroffen, Junior. Einen haben wir geschafft. Ich weiß gar nicht, habe ich hier auch mit Neuladen? Ich glaube, der durfte also nicht hinter uns sein. Ah ja, jetzt hat er uns getroffen, jetzt stürzen wir ab. Und je mehr man von diesen Fliegern abschießt, desto weniger Wachen muss man unten quasi überwinden. Auf dem Boden. Okay. Also, da sind wir jetzt also auf einer Ziegenfarm gelandet. Also egal wie viel man abschießt, man landet natürlich immer in der Ziegenfarm. Und man findet hier eine tolle Auto. Hey Dad, steh auf, wir haben keine Zeit für Nickerchen. Sorry, Junior. Komm, wir stehlen dein Auto. Okay. Ja, nehmen wir das oder nehmen wir das andere? Da scheint kein Benzin drin zu sein. Naja, dann nehmen wir halt das hier. Auf geht's!
So, ah, wir sind eigentlich relativ weit gekommen, ich weiß es gar nicht. Okay, wir sind jetzt also kurz vor München. Und jetzt kommt also der erste Wachsoldat hinaus. Halt, verlassen Sie den Wagen und kommen Sie hierher. Ei, ei, Sir. Okay, ich muss Ihren Passierschein sehen. Und wenn man jetzt im Schloss Brunwald, glaube ich, den Safe geknackt hätte, dann hätte man so einen schönen Passierschein. So. Nehmen Sie das Geld. Sie wagen es, mich zu bestechen? Ah ja, und hier habe ich mich, glaube ich, dazu entschieden, einfach zuzuschlagen. Uff. Es gibt natürlich in der Endwertung ein bisschen weniger IQ-Punkte. Ob man hieraus auch so eine Art Speedrun machen könnte aus dem Spiel? Ich glaube schon. Also so ein 100% Speedrun, wo man also quasi alles, also mit der höchstmöglichen Wertung abschließen will, das könnte man wahrscheinlich machen. Also dann, ich glaube, also wenn man weiß, würde ich sagen, spielt man das Spiel in einer halben Stunde durch. Bitte steigen Sie doch aus diesem teuren Auto aus. Wird gemacht. Ich muss Ihren Passierschein sehen. Ja, den versuche ich auch zu bestechen. Geld, ein wenig Geld wäre ein schlechter Ersatz für ein paar, aber viel Geld. Okay, mal sehen, wie viel ich habe. Hier sind 50 Mark. Sie beleidigen mich mit einer 50 Mark? Nein, da gäbe es dann noch etwas umsonst dazu. Jetzt kriegt der einen auf die Fresse. Ja, okay, also wenn man ihm wahrscheinlich, weiß ich nicht, 100 gibt oder so, dann gibt er sich zufrieden. Okay, ja, den Vermöbeln war eigentlich auch relativ gut. Ja, also wenn man diese Boxkämpfe ein bisschen übt, dann kommt man halt auch so durch. Das ist mein Sohn. Lass uns gehen. Okay, ich glaube, einen gibt's noch, oder? An der österreichischen Grenze? Ja. Ich glaube, es ist der letzte. Halt, verlassen Sie den Wagen und kommen Sie her. Ich muss Ihren Passierschein sehen. Ja, den versuche ich natürlich auch wieder zu bestechen. Die Ware ist mich zu bestechen. Okay. Okay, also ja, bescheiden wie ich bin, prügeln wir uns also hier durch. Aber der ist schon ein anderes Kaliber hier. Der hat auch eine gute Blockarbeit. Oh, guck mal, wie schnell der zuhaut. Die Sau. Bam. Ja, der ist nicht ohne. Also, den haben sie schon ein bisschen stärker gemacht. Und der wird uns, glaube ich, ja, der knockt uns auch aus. Toll. Okay, also jetzt sind wir wieder am letzten Posten. Ich habe hier voll vorher gespeichert, weil ich glaube, ich. Okay, ich versuche ihn gar nicht erst zu überreden, sondern wir kommen gleich zur Sache. Und ja, diesmal läuft es, glaube ich, besser, oder? Ja. Ah ja. Aha, das wird eine knappe Sache. Aber ich glaube, wir schaffen ihn. Einzig allein, jetzt macht er die Spam-Taktik. Es funktioniert nicht. Okay, dann also. Schlag zu. Ja, also ich glaube, jetzt schaffe ich es also wirklich. Insofern genießt also noch den Kampf. Ich werde mich an dieser Stelle also ganz, ganz artig. Ich werde mich an dieser Stelle ganz, ganz artig bei euch bedanken. A fürs Zusehen und B mache ich euch also die nächste Folge schmackhaft, denn das wird also die letzte Folge aus diesem Let's Play sein. Danach gibt es also Nachfolgeprojekte. Was das sein wird, lasst euch überraschen. Ich weiß es schon, nur so viel, es wird also ein neueres Spiel sein. In diesem Sinne verabschiede ich mich, verabscheue mich. Bis zum nächsten Mal, euer Schwanne. Bye bye.